Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Ukrainischer Präsident ordnet Teilmobilmachung an. Angesichts der schweren Krise mit Russland lässt Selenskyj Reservisten einberufen. Damit solle die Armee schnell operativ verstärkt werden, so das Staatsoberhaupt in einer Videobotschaft. Eine Generalmobilmachung sei derzeit aber nicht nötig, so Selenskyj weiter. USA sehen Beginn russischer Invasion in der Ukraine. Nach der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk müsse mit einem groß angelegten Angriff Russlands auf den Nachbarn gerechnet werden, sagte US-Präsident Biden am Abend und kündigte weitere Sanktionen gegen Russland an. US-Außenminister Blinken sagt Treffen mit russischem Amtskollegen ab. Angesichts der jüngsten Eskalation habe es keinen Sinn, an dem für Donnerstag in Genf geplanten Treffen mit Lavrov festzuhalten. Moskau habe sich für den Beginn einer Invasion und gegen Diplomatie entschieden, so Blinken nach Gesprächen mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba in Washington. Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro geplant. Am Vormittag will das Bundeskabinett die Anhebung beschließen, die dann vom 1. Oktober an gelten soll. Mit dem Gesetzentwurf will Bundesarbeitsminister Heil ein zentrales Wahlkampfversprechen der SPD umsetzen. Steinmeier kritisiert globale Verteilung von Corona-Impfstoff als ungerecht. Vor allem in Afrika sei zu wenig angekommen, sagte der Bundespräsident bei einem Besuch im Senegal. In der Hauptstadt Dakar besichtigte er die Baustelle einer neuen Impfstofffabrik. Das Wetter. Heute im Tagesverlauf zunehmend freundlich oder sonnig. Im Norden und Osten sowie ganz im Süden noch am längsten Wolkenfelder. In Alpennähe anfangs Schauer. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 9 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.